Und damit herzlich willkommen zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen zusammen mit meinem Co-Host. Was geht ab, meine sportlichen Freunde, und willkommen zurück in der Welt von Mario und Sonic. Heute haben wir einen Klassiker rausgesucht, und zwar Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Wenn euch das ganze Video gefällt, lasst unbedingt einen Like da, abonniert beide Kanäle und schreibt doch mal in die Kommentare, wer wird heute das gesamte Tournament gewinnen. Eher Kevin, Papa Platte oder ich, Basti GRG. Ja. Bleibt bis zum Schluss dran, um das Ergebnis zu erfahren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Das heißt, ich habe eine Lobby gehostet. Ich habe doch schon eine offen. Ach so, mein Hase, sorry. Du hast mal wieder nicht zugehört, Kevin. Die Ohren, die wasche ich dir nachher nochmal aus. Hä? Oh, bitte, Fati. Um wie viel spielen wir denn hier heute, den ganzen Lachs? Wir spielen um 6.000 Euro. Tüch, Alter, okay. Der Bro hat richtig was vor heute. Wir spielen um 50 Subgifts. Okay, also 200 Euro. Das heißt, 400 Euro Wette. Ihr kennt den ganzen Spaß, weil wir beide wieder 200 Euro riskieren. Dementsprechend Abfahrt, rein in die Masse. Ich habe mir leider die Steuerung gerade nicht reingezogen, Digga. Fuck. Oh, was voll Neues. Nee, Realtalk, sag mal. Naja, mit B passen, A schießen. Okay. Und wo Sprint? R, oder? Ja, oder? Ja. Ah, Digga. Okay. Scheißen Dreck. Was, Jungs? Ihr habt da überhaupt keine... Da wurde gefuscht. Ganz klassischer Fusch. Check ich. Okay. Tüch, Digga, was? Rande, hallo! Komm! Vamos! Vamos a la playa! Okay, Männer, da müsst ihr, also, Bro, da haben meine Männer auf jeden Fall geschoben. Sie winkt ihren Fans, denn sie hat das Stadion fast im Alleingang ausverkauft gemacht. Ja. Daisy mit einem super Debüt. Okay, Bro, chill. Ja, Bruder, in 3 Sekunden ist auch wieder die Runde vorbei, Junge. Kürzeste Halbzeit des... Bruder, er spielt auf Zeit! Er spielt auf Zeit! Bro spielt auf Zeit! Was? Was? Ich wollte nicht. Was? Ja, was? Du grätscht ihn um. Was denkst du, was du machst? Man, Knuckles, auch mal schneller sein. Real Talk. Ja, Bruder. Mario! Gut. Was? Was? Bro, in welcher Welt hast du den Einwurf, Junge? Egal, Luigi, abklatschen! Luigi! Dicker, was zum Fick? Oh mein Gott, bitte fang den. Dauerbeschluss. Okay. Chiri, auf die Uhr. So, abklatschen, weitermachen. Digga, Feierabend! Kommt, abklatschen mit den Gegnern und jetzt zu der Fankurve, komm! Klassischer 1-0-Sieg, 6-0 Torschüsse, dominante Partie vom Team GAG. Und wir kommen zur Siegerehrung. Welches Team wird hier die Goldmedaille erhalten? Voller Stolz haben sie jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet. Yoshi, Luigi, Daisy, MVP und Mario, das sind sie, unsere Gewinner der Tokio Olympiameisterschaft. Ja, Maul, nächstes Game, Digga, wie kann man es abfangen? Holy shit. Crazy. Hongkong, Togo, Brasilien, Trinidad und Tobago, Belgien, Argentinien. Boah, ich glaube, ich werde es verkacken, Mann. Okay. Wir haben 2 Versuche. Okay. Ja, okay, dafür, dass wir es lange nicht gemacht haben, ist solid. Okay. Ich glaube, es ist okay. Ich könnte mir aber vorstellen, du hast mehr. Boah, okay, krass. Okay. Ja, das ist ein Game, da warst du immer besser, Digga. Ich weiß nicht warum. Nein! Oh, das war's! Oh, das war's. Fuck! Oh, naja, krass geworfen und nicht krass geworfen. Ja, komm. Ja, den Gag hab ich dir vorher schon gebracht, den hast du gar nicht gehört. Oh, hab mich nicht gejuckt, du. Komm, mach mal die Mundwinkel nach oben, Kevin, Papa Platte, komm. Was willst du denn jetzt für ein Spielchen haben, hä? Wie kann man so anfangen, jedes Mal, Bro? Boah.
Das ist ein Spiel, da dachte ich irgendwie immer, ich kann es, aber ich kann es nicht mehr. Guck in die ernsten Augen von Yoshi, ha? Nein. Was? Schön! Ins Gesicht! Boah, ich schwöre, da gab's irgendwann mal ein Update oder so. Yoshi ist einfach zu stark. Boom! Let's go! Ich werde richtig gefickt gerade. Yoshi, aktiviere deine Power! Boah, ich werde richtig gefickt. Alter Schädel, ich werde gefickt gerade. Das ist crazy. Boah, jetzt nicht zu null, Bruder. Zu null wäre richtig crazy. Ich kann keinen Schmetterball mehr machen. Man muss doch bei Schmetterball auch einfach nur X drücken, oder? Ah, jetzt. Ah, okay, geil. Okay. Sit down, Bro. Yoshi, was los? Yoshi! Schnapp dir eine Pulle und trink nochmal einen Schluck. So, okay. Boah, das war knapp. Was? Was? Bro, es macht gar keinen Sinn. Ich mach alles wie immer auf einmal, er trifft den Yoshi, nicht mehr. Yoshi, shake hands. Geh zu deinem Gegner. Yoshi, shake hands. Oh, Yoshi, shake hands. Geh zu Sonic und sag, sorry. Oh mein Gott, Digga, es wird 7-0. Es wird 7-0, Bruder. Er wird die ganze Olympiade. Er wird die ganze Olympiade. Luigi ist auch da, meine Damen und Herren. Und damit haben wir back to back. Fuck, Digga, Champion. Du nervst so hart, Bro. Digga. Basti und Kevin Olympiade, a.k.a. Kevin spendet Basti 200 Euro, Bro. Shut the fuck up. Oh, Großbritannien, Angola, Hongkong, Australien, Ungarn. Ich scheiße, muss ich muten, Digga. Die Skill-Anzeige vorhin stimmt. Oh, nee, Digga, der hat aber auch Schuhgröße 55 oder so. Dieser Gottverdammte, Alter, er hat übertreten. Scheiße. Okay. Mich nervt so hart, dass Basti nie ein Feedback gibt zu seinem Sprung. Ich sehe es immer erst im Leaderboard. Bruder, wie kann man denn so nerven? Real talk. Ja, okay, 18 ist auch nicht crazy. Es sind ja fast 19. Ja. Aber wir haben ja noch einen zweiten Versuch. Digga, heute knallt's. Heute kracht's. Heute knallt's richtig krass. Digga, heute ist es verrückt. Also heute, Digga, ist verrückt. Und damit haben wir Peach aus dem Team GRG auf der 1. Was? Meine Damen und Herren, das Stadion jubelt. Es ist ein wunderschöner Samstagnachmittag und das Konfetti regnet vom Himmel. Und alle freuen sich für unsere heutige Gewinnerin. Und das ist doch ein toller, toller Tag für die Community der GHGler. Zurück ins Studio. Ja, Basti, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt hier wieder zurück oben im Studio. Und ich muss ja wirklich sagen, wenn wir mal den beiden Kontrahenten ins Gesicht gucken, da sehen wir auf jeden Fall auf der einen Seite pure Freude, auf der anderen angespannte Stimmung. Oh, da drüben bei Baba Flatte, dem noch so glücklichen Award-Gewinner bei den Stream Awards von Tony Reeft, dem sieht man heute auf jeden Fall die Anspannung ins Gesicht geschrieben. Was er sich bei diesem lustigen Nintendo-Abend gedacht hat, wissen wir jetzt auf jeden Fall gar nicht mehr richtig einzuschätzen. Der Basti wird heute wahrscheinlich, vielleicht ja tatsächlich, die bevorstehende 7-0 DM-Zerstörung auch. Shut the fuck up, Alter. Junge, wie kann man so geistesgestört abfacken? Alter, ist das krass.
So, Basti, willst du noch irgendwie ein Buch lesen oder fangen wir an? Okay, gut. Oh, hey, 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 ganz locker, Kleiner. Okay. Turmspringen bei den Retro Games. Nein! Zu Mastern auch sehr empfehlenswert. Danke für den geilen Stream, aus alter 31-jähriger alter Mann. Nein! Fuck! Ich hab krank geworfen, Digga. Basti, oh bisschen mein so Gott. Wenn er gewinnt, das wird schon. Ich bin nicht mal aber wirklich nie gut. Da bist du immer besser. Nee. Ich hab wirklich krass geworfen, Bro. Ich hab aber auch echt. Ja! Ja! Oh mein Gott! Tschüss. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Man könnte denken, dass an der Stelle möchte ich, an der Stelle möchte ich meine Mutter grüßen. Meine Freunde, alle, die mich kennen. Bro, crazy. Er weint. Digga, oh mein Gott. 7-1 Inc. Bro, shut up. So, Thorsten, wir haben jetzt hier im Studio eine riesen Überraschung. Basti mit Peach auf der 2, die Silbermedaille, das ist super überraschend. Und da tatsächlich Papa Platte mit der ersten Goldmedaille des Abends. Das ist eine Sache, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Übergroße, also wirklich der Underdog gewinnt hier im Bodenton. Ich kann meinen Augen nicht richtig glauben. Thorsten, hast du wirklich richtig gesehen? Ja, ich sag's dir ehrlich, ich wirklich Papa Platte hier auf der 1 heute Abend. Das ist super, das ist so krass. Ich geb zurück ins Studio. Digga, Thorsten ist auch Loki ein bisschen besoffen, Alter. Thorsten hat auch Loki einen drinne. Digga. Oh mein Gott, Bro. So eine Scheiße, ey. Wirklich. Oh. Okay, das ist auf jeden Fall wirklich kein einfaches Spiel, muss ich sagen. Ja, Bro, da wird man nervös. Ja. Hä? Achso. Oh nein, der fällt runter! Oh mein Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so grauenhaft. Ich hätte vielleicht Kontrollpunkt mitnehmen sollen. Nice. Oh. Was? Oh mein Gott, nein. Ich glaube, ich hab's. Du bist höher. Ich glaube, ich hab's, oder? Ja. Oh, ich hab so gesweatet, Digga. Hattest du einmal Ulti? Nein, oder? Doch. Digga, zum Glück. Fuck. So gechoked. Ich nicht. Wie hat man Ulti? Mit dem Stern, ne? Oh, weiß ich nicht genau, Digga. Keine Ahnung. Keine Ahnung, leider. Ich wollte zu übelst gerne erklären gerade. Nice! Ja, mit dem Stern hat man. Wenn du auf den Stern kommst, dann kannst du es machen, glaube ich. Und dann LR, also L und R. Oh mein Gott. Okay. Jetzt kühlen Kopf bewahren, Chat.
kühlen Kopf bewahren. Ich mein Controller zerbissen. Mann, Digga. Boah, bei diesen Dingern und auch bei Skaten und so bin ich schrecklich schlecht. Jetzt. Woo! Oh fuck, ja. Schön, Yoshi! Boah, lässig! Okay. Mhm. Welle zu. Okay, meine nächste Welle kommt. Jetzt. Es ist meine Zeit! No food grab! Oh, ich hätte Ulti, scheiße, ich hätte Ulti noch machen können. Okay, ich bin am Surfen, Chat. Es läuft. Boom! Nein, ich bin schlecht. Nee, das war ultra oh mein Gott! Ich reite die Welle, Chat! Die Welle ist unendlich! Mama, ich mach dich stolz! Alter, das war wirklich die perfekte Welle, holy shit. Solide, boah, ich sag, ich hab das. Ich sag, ich hab das. Ja, ich glaube auch. Ich bin bei denen, bei, wo man Punkte sammeln muss, bin ich so bad. Ich glaube, das war auch ein sehr, also ich fand's ein sehr geiles Spiel. Ja. Wenn wir da ein bisschen uns reinfummeln. Boom! Boom! So, Thorsten, da will ich nochmal rübergeben zu dir. Thorsten, musst du kurz das Bier wegstellen. Ich bin hier super geschockt, Thorsten, hier gerade frisch am Strand. Und ich sag dir ehrlich, was hier passiert, die Riesen-Mega-Überraschung, Sensation würde ich es nennen. Das habe ich in meinen 35 Jahren Sportjournalismus noch nicht erlebt. Der kleine Kevin aus Köln, der macht hier heute heute so eine Performance, das habe ich von ihm nie gesehen. Als Weltranglisten 438. zeigt er hier dem Erstplatzierten der Welt, wo der Hammer hängt. Das ist vollkommen... Vollkommen ein neues Szenario. Oh mein Gott. Okay, geil. Nehme ich. Wichtig. Einfach weiter, Frosch. Was haben sie da in den Stulpen? Zigaretten. So ein geiles Video. So ein geiles Video. Ein guter Junge, er hat immer fair. Okay. Für was bist du? Du darfst jetzt mal ein Spiel aussuchen. Ich bin für... Discos eigentlich noch, oder? Discos nee, fechten... Ich würde sagen, wir können nochmal ein Spiel nochmal spielen, was cool war. Ja, welches? Fußball. Fußball ist Real Talk geil. Discos werfen eingeloggt. Fußball. Er meinte doch sogar, du darfst entscheiden. Stimmt, und dann spielen wir am Ende trotzdem Discos. Ja, aber was nochmal spielen, ist doch low. Nein! Oh, ich hab überdreht! Fuck! Bro, das ist so ein schweres Spiel. Holy ja, shit. Ja, aber ich hab auch. Oh, Fico, Alter. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder, ich hab so geblowt, Digga. Könnte reichen. Könnte reichen, bitte. Ja! Let's fucking go! Oh mein Gott, die Stärke so schwer einzuschätzen. Oh, let's go! Alter Schwede, wichtig, Junge. Wichtig. Ist das schon der Ausgleich oder steht es 3-4 jetzt? Nee, 4-4. Oh mein Gott, ist der Ausgleich. Keiner hat an mich geglaubt! Oh nein.
Oh, wichtig, Digga. Sehr wichtig, Junge. 4 Dinger in a row gewonnen. Ganz, 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 ganz wichtig, Digga. Ganz, ganz wichtig. Ich frage mich, was Thomas dazu zu sagen hat. Thorsten. Sorry, Thorsten, meine ich. Thorsten. Ja, ich habe selber 16 Jahre im Verein gespielt. Das, was ich eigentlich da gelernt habe, ist eine ganz andere Technik, als das wir da bei Papa Platte gesehen haben. Trotzdem am Ende auf der 1. Was ich hier mache. Bin sensationell. Haben wir letzte Woche ein Haus. Bro, es gibt keine geilen Games mehr. Ich möchte Realtalk Fußball spielen und jetzt darf ich wirklich entscheiden. Ja, okay, Deal. Ein sonniger Samstagnachmittag, 25 Grad, sonnige Temperaturen und eine super Voraussetzung für ein episches Fußballspiel. Wir werden uns heute eine Partie zwischen Powerplatte und Postige G angucken können. Ein Meisterwerk des Fußballs. Wir werden uns heute um eventuell den 5. Punkt kümmern können. Yoshi, Luigi, Peach und Daisy wollen es allen nochmal zeigen und damit ein kräftiges. Mann, Digga, Bro. Bro denkt, er ist der Kommentator von FIFA, Junge, chill mal. Yoshi, nicht so rustikal. Ja! Schon lala, nun der Union. Digga, let's go. Scheiße. Männer ran, Yoshi! Bitte, Boss-Legende. Nee. Oh, nee. Legende. Seit 16 Jahren bin ich im Profifußball, aber das... Scheiße. Oh mein Gott, wichtig. Wichtiger Apfel, wichtiger, wichtig, Schiri. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. Yoshi, ich schnapp dir. Yoshi, nimm dein. Ich schnapp dir eine Cola. Ich brauch dich. Ich brauch dich. Oh Gott, Digga, wenn ich Basti in seiner eigenen, Disziplin schlage, Bro, wäre awesome, wirklich. Nee. Ja, bitte! Ja! Ja! Schalala, nun der Union! Digga, ich bin schon wieder komplett heiser, Bro. Das ist so eine kacke Scheiße. Wirklich. Ich bin heiser vom Osten. Digga, oh mein Gott. Und nie wieder nehme ich diesen Keeper. Nie wieder nehme ich den. Ja, habt Digga alle kurz mal AFK, Bruder. Vario hat sich kurz ein Sandwich geholt, Bro. Also WTF. Digga, also what the fuck, Alter. What the fuck. Yeah. Jetzt aber alle! Auf geht's, Hamburg! Alle nach vorne! Bruder, Bro hat aber auch... Oh, wie schade! Ach, Mann, oh, nein! Oh, Mann, oh! Und nochmal die Highlights des Spiels. Wow, was ein knappes Spiel. Digga, Bro hat die Discord-Sounds für sich entdeckt. Jetzt geht's aber los. Digga, von welchem Channel ist eigentlich dieses Hamburg-Ding? Willi. Von wem? Von Willi. Digga. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. Puh. Okay, das ist eigentlich eine Disziplin. Da würde ich sagen, es passt ein bisschen besser drin. Na, guck mal. Ja, es ist schwierig wieder. Wurde heute schon GT Edel. Ich habe halt viel Need for Speed gespielt. Okay. Ach du Scheiße, was ist das denn? Okay, perfekt. Er ist niemals noch nicht im Ziel. Wie er labert, Bro. So ein Schnacker.
Ach du Scheiße, Digga. So wack genutzt. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es gereicht hat, Chat. Ich weiß nicht, ob es gereicht hat. Oh, ich habe mir ein bisschen geblowt. Ich glaube, ich habe meine Ausdauer echt scheiße genutzt. Oh, ein bisschen geblowt. Bisschen. Boom, boom, boom! Alright, let's go. Oh mein Gott, wichtig. Bro, fuck me, Alter. Eine Sekunde. Bro, ich hab meine Ausdauer richtig dumm genutzt, glaube ich. Boah, ich hab Ausdauer richtig gut genutzt, ich habe meine Ulti richtig schlecht genutzt und ich bin gegen alles gegengefahren, Bro. Okay, Bogenschießen, Bruder. Ganz klar. Nicht gesprintet, fuck mich echt ab. Boah, ganz klare Kiste, Bogenschießen jetzt. Okay, das ist Training. Oh, ich bin irgendwie nicht so warm gerade. Uiuiui. Na gut. Ja, okay. Oh, das wird, glaube ich, nicht meine Runde heute. Okay, wichtig. Okay, wichtig. Sehr wichtig. Da kann man zwar mehr noch rausholen, wenn man schneller schießt, aber es sind zwei solide Punkte. Ich könnte mir vorstellen, was der bessere. Weil das Ding ist, wenn man die zweimal in diese Mitte trifft, dann kriegt man den dritten, also den nächsten jetzt, einen doppelten Damage. Okay, ist absolut in Ordnung, nehmen wir. Ist ziemlich even. Okay, der ist jetzt entscheidend. Ah! Oh nee, der ist over. Das ist over. Das ist over. Das ist over. Ja, immerhin in die Mitte, ist wichtig. Ich glaube, den wird Basti besser haben. Den habe ich leider verkackt. Boah, das wäre so geil. Jetzt da vorne zu sein, wäre so wichtig. Oh ja, Basti hat den in die Mitte gehittet. Oh, das ist gar nicht gut. Okay, der muss jetzt auf jeden Fall ein Zehner sein. Das ist ultra wichtig. Also der muss auf jeden Fall im gelben Bereich sein. Oh nee, der kommt nicht. Oh, das war's. Sauber. Das ist unbeatable, glaube ich. Außer Basti verkackt komplett. Ja, scheiße, das habe ich gewonnen. Oh, fuck. Ich glaube, das habe ich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, GG. Fuck. Ich habe den letzten nochmal richtig versammelt. Ich habe so vor Augen gesehen. Oh mein Gott, ich das so haben können, Bro. Oh, ich habe leider in der zweiten Zweier-Session habe ich leider auch einen richtig weggeworfen, ey. Digga, ich hatte einen 6-8er. Oh, Alter, jetzt ist es 6-6. Das ist mir ein bisschen zu spannend. Nee, 6-5. Ach, 6-5 erst? Ja. Oh mein Gott, ich habe noch einen. Last Rugby. Okay. Ich bin Jimmy, der Quarterback. Legende. Yo, Cassandra, möchtest du mit mir auf den Abschlussball gehen? Mein Vater leiht mir meinen Ford Raptor aus. Jimmy, der Quarterback, Alter. Okay. Digga, Peach, die alte Maus. Alter, what the fuck? Hol das Ei. Okay, ich renn durch. Oh, der Zug ist vorbei. Oh. Stabi! Oh, da kam ein gutes Tackling rein. Oh, schön, Männer. Digga, er liegt einfach flach. Schön reingetackelt. Oh, Schiebung. Okay, was passiert hier alles? Nein! Digga, Bro läuft uns aus. Yoshi, was ist los? Komm her! Der hat doch gesoffen. Nein! Zieh ihm die Hose runter!
oder so. Ja, geh ruhig ran. Jetzt. Nutze die Chance. Komm, Junge! Nein! Ja! Oh, oh ist ein geiles Spiel, Digga. Ist ein geiles Spiel. Glaub schon, aber ich check oh. nicht viel. Oh. Okay, komm jetzt. Der kommt. Oh, der kommt, der kommt. Oh! Oh, zu mich, Bruder, wohin? Digga, er war nervös. All eyes on him. Ist das Spiel vorbei oder ein Hype? Halbzeit, Halbzeit. Oh, was geht jetzt ab? Züch, Bruder, züch, züch, okay. Oha, Digga. Bro hat Raketenschuhe, Alter, in der Song. Ach, Digga, ich hab's verloren, wenn ich jetzt keinen mache. Boah, das ist so bodenlos. Alter, das ist so frech. Okay. Komm, Männer. Wir haben schon Unmöglicheres geschafft. Tschüss. Nee, bitte geh ran. Let's go! Digga, ich muss jetzt durchziehen. Ich muss jetzt durchziehen. Das ist die einzige Chance, die ich habe. Durchziehen und treffen danach. Boah, bitte trifft den nicht. Bitte trifft den nicht, Bruder. Bitte trifft den nicht. Oh mein Gott, der geht daneben. Ja, zieh ich wohin. Okay. Bro, aber das sind 10 Sekunden. Und ich kann wieder treten. Oder wie viele Helfen? Also gibt es nicht mehr 2 Helfen, oder? Bro, mein Gott. Mann, irgendwer im Chat hat geschrieben, ich soll R drücken, Digga. Ich dachte, das kickt die anderen weg oder so. Mann, Junge, wer von euch wächst, dann hat er geschrieben, ich soll die Ulti machen. Digga, das fuckt mich so krass ab, das fuckt mich so krass ab, Digga. Das ist so over, das ist so Digga, over. Digga, wie Bowser einfach diesen Bauchplätscher macht. Ah, oh, das fuckt mich so ab, Bro. Warum höre ich auf Chat, Bro? Ich wusste, dass das ist. Ja, jetzt der Thorsten, ich sehe hier wieder unglaubliche Zähne. Das ist unfassbar. Digga, auf einmal er ist wieder da, Junge. Veronika, Veronika! Alter. Was ist denn los, Thorsten? Ich hab hier unglaubliche Szenen gerade. Ja, komm, verabschiede. Komm, du bist ja wieder eh jetzt. Abklatschen, abklatschen mit den Gegnern. Boah, ich hab geworfen. Ich hatte das. Real Talk. Du hattest das, aber du hast 19-5 verloren. Boah, ich hatte das. Real Talk war meins. Reiten oder was haben wir noch? Ich weiß nicht. Boxen wäre auch geil. Skateboarden finde ich auch hart. Fußball hat jeder einmal gewonnen. Das wäre das große Finale. Fußball habe ich gar keine Lust. Dann lass das Reitsport, aber lass mal bitte muten. Ich will nicht, dass einer sagen kann, wer zuerst war. Ja, okay. Boah, das wäre so wack, bitte. Alter, ich hatte so ein Comeback. Ich muss das jetzt holen, Mann, Bro. Ich bin so ein gebrochener Mann, wenn ich das jetzt nicht hole. Ja, nicht so gut, aber nehmen wir. Ist okay. Ja, ist auch okay. Ist nicht perfekt, aber nehmen wir. Ja, ist auch okay. Nice. Ja, ist okay. Nice, schön, dass der war wichtig. Oh, ich krieg die Kurve nicht. Oh, fick mich, Digga. Come on, ich habe relativ, also für meine Verhältnisse sehr gut eigentlich. Das war besser als der erste Try. Ich könnte es haben. Come on. Let's go! Ja, hier ist der Thorsten. Oh. Unglaubliche Szenen. Das ganze Stadion rastet aus. Basti GRG holt den insgesamten Win nach einem wirklich krassen Duell gegen seinen Kontrahenten. Papa Platte hatte gedacht, er hat den Sieg sicher, aber dann hat Basti wieder gedreht. Was eigentlich schon unmöglich von den Medien berichtet wurde. Das ist unglaublich. Na, 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 na.
na 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 yeah. Yeah. Always humble. Digga, ich bin gefickt worden, Alter. Und wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, Leute, dann lasst unbedingt einen Like da. Es würde uns riesig unterstützen, wenn ihr auch noch die Kanäle abonniert. Es würde mich unfassbar freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video oder vielleicht beim nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ich gebe das Schlusswort nochmal an meinen Kumpel. Naja, alles, was der gesagt hat, auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.